Fabrice Herzog, Gratulation zum Sieg. Sie haben die letzten zwei Partien nicht mitspielen können. Sie waren krank gewesen. Jetzt kommen Sie heute zurück. Wie haben Sie sich gefühlt? Ja, eigentlich sehr gut. Ich habe mich gut erholt von der Krankheit, aber es war gut gewesen, ja. Es war ein schwieriger Match gewesen, glaub, für beide Teams, vor allem dann die langen Pausen, die wir haben bei den Video-Reviews. Wie ist das für Sie als Spieler, wenn man so lange warten muss? Ja, das ist fast ein bisschen nervig, wenn Sie so lange die Videos anschauen. Man muss fokussiert probieren bleiben, dass man gerade beim nächsten Einsatz wieder bereit ist. Das Goal in der Verlängerung war auch nicht gerade gewöhnlich. Die Scheibe ist recht lang freigelegen. Es haben sich, glaube ich, der Hofmann und der Genoni ein bisschen verhakt. Wie haben Sie die Situation erlebt? Ja, ich habe beim ersten Versuch ist sie nicht reingegangen, ist zum Schonen hängen geblieben. Dann ist sie irgendwie dort auf der Grundlinie wieder führen gekommen. Und dann konnte sie mitnehmen und gerade ums Goal herum. Aber Sie haben auch nicht damit gerechnet, dass Sie so viel Zeit haben, oder? Nein, das nicht. Also die Zeit habe ich nicht mehr gewusst. Ich habe versucht, möglichst schnell jetzt da noch ums Goal herum. Gratulation. Ich danke für mal.